Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Also mittlerweile geht das. Krieg ich gar keinen Knoten mehr. So, jetzt wollen wir weiter zur Kunuta. In der letzten Folge sind wir hier angekommen, nachdem wir den Schatz da geplündert hatten, weil ich das Rezept haben wollte. Ach, ich wollte doch gar nicht hier hin. Na gut, füttern wir dem noch von dem heißen noch was. Was ich für dich habe. Ganz frisst er auch. Schadet ja eh nichts, wenn man eh versehentlich da reinhaut. So, ich wollte ins Inventar, weil das Rezept, das wiegt ein Kilo und ich kann es lesen und es ist weg. So einfach ist das. Die Bücher, die müssen wir dann auch mal bei Gelegenheit lesen. So. Alles weggefressen? Okay. Lass uns mal weiter spazieren. Wollen noch zu Kunuta. Naja. Sind wir noch am hellsten. Da ist der Weg. Hübsch hier, ne? Okay. Samopescher Wälder. Ah, sie sitzt schon da. Gibt es hier auch mal eine Kräuterkundler? Leer. Nix. Kein Fass, kein Wasser zum Waschen. Also okay, kann man nicht handeln. Was hast du denn für ein Problem? Gott sei mit dir. Benötigst du etwas? Kann ich etwas für dich tun? Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Aha. In der Tat. Drahomira, eine Witwe aus Ledetschko, hat mich um Hilfe gebeten. Aber zu Fuß ist der Weg lang und mein Rücken schmerzt. Ich schaffe eine solche Reise nicht. Eine Frau aus Ledetschko? Haben die denn dort kein Kräuterweib? Oh doch, aber die wollte nicht. Sie ist eine reiche Witwe, hat den Fleischerladen geerbt. Du weißt ja, wie die Leute reden. Vor allem über jene, die besser dran sind als sie selbst. Weißt du etwas über Exorzismus? Exorzismus? Hilfe, Hilfe, na geht ja, das schon Geister wieder los? Austreiben, ausräuchern, Zauber. Oh, mit Hexen hatte ich schon zu tun, aber Exorzismus? Genau mein Ding. Oh. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Wir reden hier vom wahrhaftigen Geist eines Mannes, der keinen Frieden findet. Um ihn zu verbannen, müssen mehrere Dinge getan werden. Hilfe. Einem schwarzen Hahn die Kehle durchschneiden? Wie kommst du auf solchen Unsinn? Nein! Weißt du, was Ausräuchern ist? Du brauchst 10 Mohnblumen und Blumen vom Grab des Verstorbenen. Diese Dinge bringst du ins Haus, in dem es spukt, und verbrennst sie dort. Der Rauch verjagt alle ungewollten Geister. Also die 10 Mohnblumen sind jetzt nicht das Problem. Also klingt spaßig. Ich helfe dir. Das ist kein Spiel, Junge. Es ist bitter ernst. Drahomira war völlig verängstigt. Mit solchen Mächten ist nicht zu spaßen. Ja. Schon gut. Sollte ich sonst noch etwas wissen? Alles Weitere erfährst du von Drahomira. Sie lebt in einem Haus am äußersten Rand Ledetschkos. Mach's gut. Na gut.
So, dann wollen wir mal da kurz reingucken. Ist der Eingang da? Ja, die 10 Mondblumen ist klar bei den 30, die ich da im Dingsbums habe. Ich will mal eben reingucken hier. Meinen Rezepten. Da ist Lesen. Also Trank des Verderbens. Wetterschnaps. Bein will Baldrian. Ja, okay. Was machen wir nicht? Na gut, kommt gar nichts machen. Nichts dabei, was passt. Gehen wir hier raus. Da brauchen wir noch. Sehr schwer. Geht, glaube ich, nicht. Ne. Schauen wir mal, was die gute Frau mir da verkaufen könnte. Übung. Kräuterkunde? Ne, das machen wir nicht. Viel Glück. Die hat auch Rabenfedern. Verband brauche ich aber nicht. Kräuter? Ich könnte ja Kräuter kaufen. Nö, kaufe ich aber nicht. Aufgemerkt, aufgeschrieben. Rezept für Gift. Müsste man irgendwann brauchen. Rezept für Katerbier. Ja. Ja, da müssen wir eventuell. Das haben wir schon. Das haben wir. Brauchen wir erstmal nicht. Das ist nicht so ganz wichtig. Er ist nicht. Wollen wir hier was verkaufen? Nö, jetzt verkaufen wir keine Kräuter mehr. Und Warenkorb prüfen. Feilschen. Lässt sich was am Preis machen? Selbstverständlich. Ja, klar. Aber zufrieden ist keiner hier. Na gut, 120 ist was okay. Was sagst du dazu? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. In Ordnung. Da haben wir dann auch. Oh. So und? Ah. Okay. Schon wieder zu schwer. Komm. Hey. Oh, hab ich dich angerumpelt. Sieh mal, was ich für dich habe. Jetzt muss ich wieder verfüttern, ja, damit ich nicht zu schwer werde. Hündchen, komm mal her. Hast du schon wieder was gefunden? Komm mal her. Was ich für muss dich mal was hier für. Ganz lecker. Hab zu viel Fleisch. Dein Häschen. Nur noch.
mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Gucken wir mal eben, achso, wenn das Rezept, was wir gekauft haben, müssen wir ja erst lesen, lernen. Mal eben gucken. Des Verderbens, was brauchen wir für Katerbier? Minze, Salbei und Johanniskraut, okay. Aufschreiben, merken. Wichtig. Machen wir mal raus hier. So, Hündchen. Gehen wir einfach mal. Wo bist du denn? Bellt hier immer rum. Eh nichts machen im Moment. Gehen wir dazu da und Mira runter. Ich hoffe, du bist brav. Wanderer sind immer brav. Oh, hab ich ihn angerempelt. Sorry. Aber rechts war der Hund, der war mal wieder im Weg. Gut, dass man immer eine Entschuldigung hat. Disteln brauchen wir auch. Es wird nichts mehr verkauft, weil wir jetzt so viele Rezepte haben. So viele Sachen für Ritt. Und gehen wir weg. Oder wenigstens den hat er mitgenommen. Salbei brauchen wir auch ein bisschen. Ja, wir werden jetzt zu schwer, aber das macht nichts, sind ja eh bald im Mord. Wir wollten hier eh die Wiese ab. Da ist nix. Hündchen! So. Das ist aber eh ganz schwer gleich. Macht aber nichts. Dann machen wir noch hier die Wiese hier. Wäre noch schön, wenn wir noch irgendwo einen Baldrian finden würden. Oh, okay. Disteln nehmen wir mit. Ach, so viel brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Dafür nachher machen. Beinwell, genau.
Das war auch noch. Ach, das war für den Lazarus-Elixier. Ja. Gut. Noch mehr Bein wäre. Noch Hündchen. Hier sind noch mehr Tollkirschen, wenn wir eben gucken. Die wollte ich jetzt nicht hier übersehen. Dann wollen wir auf Dauer gucken, dass man immer von irgendwelcher Sorte was in der Kiste hat. Ach, Hund. Da ist noch Beinweh. Und nur die Wiese hier noch absuchen, aber da habe ich schon. Ich bin mehrere Folgen noch hier ein. Okay. Minze brauchen wir auch noch irgendwo, ne? Das war auch in irgendeinem Sufftrank drin. Okay. Ja. Sind wir bald voll mit der Kräuterkunde. Ich glaube, eine Stufe brauchen wir noch. Das müssten wir jetzt 19 schon sein. Jo. Und hier holen wir uns auch noch, falls da was drin ist. Nichts drin. Nebenbei mal was gucken. Gucken, ob der noch irgendwas drin ist. Ein Groschen, einmal reintun. Oder 0,1. So. Auch nichts drin. Nehmen wir mal raus. Ist hier kein. Das noch Bein will. Ach, da ist doch noch ein Tollkirsche. Ich hab doch gesagt, da muss doch noch Tollkirsche sein. Kann nicht sein, dass da keine Tollkirsche mehr ist. Später mal absuchen, dann müssen wir so eh noch mal hin. Ja, Münze fehlt noch. War okay. Schäfchen müssen wir auch noch ernten. Und
Lass die Schäfchen in Ruhe. Wäre noch ein Witz, wenn du hier die Schäfchen jagst. Okay, hier haben wir noch drei Kirschen. Haben wir jetzt genug? Da hinten ist noch drei Kirschen, habt ihr gesehen. Wo die Wiese jetzt hier abgeerntet. Und oh, Distel ist noch da eine. Nehmen wir die anderen mit hier. Gut, wenn wir zu viel Kräuter haben von irgendeiner Sorte, dann ist klar. Ach, das Baldrian. Ah, gut, dann haben wir dann auch schon. Auch ganz sicher. Das Einzige, was noch fehlt, ist Minze. Bislang hat man ja alles verkauft, ne? Jojo, sind wir eh bald zurück. Bin aber auch einer von der Sorte lieber haben als brauchen, ne? Oh, neue Hauptstufe, das ist aber noch nichts. Dann müssen wir gucken, ob ich nachher noch was vergeben kann hier an. Oh. So. Kräuter sammeln wir mal ziemlich dreckig. Und nämlich waschen. Vorher mit der guten Frau sprechen. Und der Bottich, den die haben, der steht hier hinten irgendwo. Wo ist er denn? Da steht er nicht ganz hinten. Jetzt riskiere ich aber nicht noch erwischt zu werden. Mir juckt jetzt gerade noch in den Fingern ein bisschen. Aber jetzt haben wir uns. Die kann man wegmachen. Dann auch. Lassen wir das Langschwert, lassen wir mal dran. Das sieht doch elegant aus, oder? Das kann man dann weg. Das vor allen Dingen. Haben wir ja alles gewaschen. Für weg. Das auch. Der bleibt. Das geht weg. Ach, hätte die halt ausladen können. Ach nee, ich bin da ja. Wo ist die Traumia hin? Wo ist die Frau? Da steht sie doch. Guten Tag. Ja, hallo. Die spuckt. Thunhuter, die Kräuterfrau schickt mich. Ich bin hier wegen des Geistes. Du siehst nicht aus, als wüsstest du irgendwas über Geister. Warum ist sie nicht selbst gekommen? Du bist doch viel zu jung. Weißt du überhaupt irgendwas über Austreibungen? Neun, zwölf. Ich weiß. Ich mach das mal erstmal so, mal gucken. Kuhnhutters Rücken schmerzt, also schickte sie mich. Ich verstehe nicht viel davon, aber werde tun, was ich kann. Gott im Himmel, dann könnte ich's auch selbst tun.
Was genau ist vorgefallen? Es passiert immer nachts. Ein Geist erscheint mir und lässt mich nicht schlafen. Ich halte das nicht mehr aus. Schön ist auch anders. Wessen Geist erscheint dir? Sein Name war Alois und er hatte einen Hof bei Ledetschko. Vor einigen Jahren verbrannte sein Haus und er gleich mit. Ich hörte, wer so grausam stirbt, kehrt oft als rastloser Geist zurück. Ja, ja, ja. Warum sucht er ausgerechnet dich heim? Woher soll ich das wissen? Vielleicht, weil wir Nachbarn waren. Sind zusammen aufgewachsen. Das ergibt wohl Sinn. Wo liegt Alois begraben? Für den Exorzismus brauche ich Blumen von seinem Grab. An der Mauer auf dem Sasauer Friedhof. Das Grab ist etwas überwuchert. Ich war einige Male dort. Als er mir zum ersten Mal erschien, ging ich hin, um zu beten, aber es half nichts. Er kam wieder. Tja, das ist dann erstmal gut. Das Grab, ja okay, aber nach Sasauer geht man noch nicht. Ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss. Aber okay. Dann führe um Himmels Willen endlich das Ritual durch. Lebe wohl. Schön. So, ich will noch mit der Kandeln. Viel Glück. Gucken, was kann man denn hier kaufen? Nur Fleisch. ...32 verkaufe ich. 30, der Rest bleibt für den Hund da. Ja, das verkauft, weil der Hund ist satt genug. Müssen wir öfter loben. So viel gibt die gar nicht dadurch für, ne? Mal hier was gucken. Das ist zu viel. Nicht viel, ne? Besprechen wir den Preis. Ist gut. Ist das genug? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Zufrieden? Nee. Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Das war letztes Angebot. Dann gehen wir auf 51. Ah, das ist ein vernünftiger Preis. Ja, komm, Hündchen. Okay, machen wir das so. Ich glaube, wenn er anfängt hier wir haben eine halbe Stunde um. Können wir noch ein bisschen erkunden. Aber nicht so viel. Okay, das ist durch. Der Händler. Schneider, da muss ich nochmal hin. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Mal gucken, was wir zur Reparatur haben. Okay, den Siegelring, den Halsüberkette unten. Die müsste ich aber alle selbst reparieren können. Das kostet nur. Wir reden mal mit dem. So, was können wir ihm jetzt hier abluchsen? Können wir ihm verkaufen? Den wollten wir raustun.
dummen Schuhe. Ne, noch nicht. Ich will mal was kaufen. Zwar bei sonstiges. Kleines Schneiderset, das große. Das sind einen halben Kilo. Okay. Und beide. Ja, ist blöd, aber kann nichts machen. Lässt sich was am Preis machen? Selbstverständlich. Viel Geld, ne? Ja, so. Ist das genug? Du bist ein Knauser. Ja, klar. Kommt man ja nicht rum hier. Machen wir 235. Was damit? Darauf würde ich fast einschlagen. Nee, macht er noch nicht. Einen kann ich noch. Ja, das sollte passen. Okay. So, jetzt wollen wir mal schauen. Sonstiges. Nur noch eins. Schon ist es weg. Silberkette. Ach, ich habe doch noch zwei Schneidersets. Kann er nicht reparieren, die Schuhe? Das weiß ich schon. Ist auch nichts. Das tut ja jetzt auch nichts. Okay, dann geht's. So, schön. Handeln wir nochmal einen Look. Kaufen dem hier das die 300 ab. Falsch nochmal. Lass uns über den Preis sprechen. Klar, warum nicht? Mal das so. Einverstanden? Du bist ein Knauser. Ja, hast du mir schon mal gesagt. Wie wär's damit? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Ja, okay. Ah, das ist ein vernünftiger Preis. Dann wird die Sache schon besser hier. So. Und wir erstmal die Sachen abladen. Warte, das nehmen wir noch mit hier. Als ich was mir noch fehlt, ist Minze. Ich weiß nicht, ob wir Minze irgendwo hier im aber ist jetzt nicht ganz so wichtig. Oder den Rest des Dorfes noch erkundigen. Nee, tagsüber kannst du das vergessen. Nachts ist halt, wie gesagt, das Problem, dass immer einer neben schläft. Ist nicht so ganz einfach. So, was schieben wir denn raus? Schaufel nicht, das nicht, das nicht. Honig, haben wieder zwei. Brauchen wir im Moment nicht. Die Silberkette haben wir am Hals, das ist gut. Nicht im Moment. Da müssen wir nur irgendwann extra Mohn noch kaufen. Suchen 10 Stück. Aber das gibt genug.
Hier sind wir noch. Ist auch nicht so schlimm. Silberring kann da rein, der Siegelring ist besser. Können wir im Moment auch verschieben. Das Schild. Ja. Die auch. Können wir die Scherbe auch erstmal verschieben. Ja. Beide mit kleinen nur mit, das ist nur 0,1, das wiegt ein bisschen weniger. Schützentrunk. Wo habe ich den denn nach der Wahl in der Kiste? Okay. Alle gezinkt irgendwie. Jetzt habe ich schon 4 Stück. Gut. Jetzt gucken wir eben hier noch mal kurz rein, was wir hier an Kräutern haben. Eine Minze haben wir nicht. Agilität. Stärke können wir Herkules 2 könnten wir lesen. Agilität 4 geht noch. Müssen wir. Und Vitalität, das geht beides noch nicht. Ja, da haben wir schon fast. Okay, das ist gut. Hauptstufe 7. Ja, das ist richtig gut. Schon. So, jetzt haben wir ein bisschen Hunger. Jetzt will mal von meinem ganzen Zeug, was wir hier so gesammelt haben. 79 vom Brezel an. Ne, nur vergessen. So. Müssen wir noch erkunden, Badehaus haben wir. Oh, wie gesagt, der Aktivitätengeber, das ist dieser angesprochene Watzig, aber wir machen erstmal. So, fragen wir den Wirt mal, ob er es noch irgendwas hat. Dass du zu mir kommst. Was Neues? Was gibt es Neues in der Gegend? Immer. Nicht viel, Gott sei Dank. Okay. Gott behüt dich. Nix dabei. So, Hündchen, komm mit. Badehaus ist momentan nicht dran. Jetzt wird auch nichts gepflückt. Können wir uns mal mit dem Watzek eben unterhalten. Schon mal. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Was soll das mit den Zielscheiben? Bist du zufällig Bogenschütze? Mir sind die vielen Fragen aufgefallen. Bist du zufällig Inquisitor? Nein, ich bin Heinrich. Aus Scarlets. Aus viel hat er hier noch gar nicht gefragt. Ich bin Watzek, von hier. Warum willst du das mit den Scheiben wissen? Es ist bloß, ich würde mich auch gerne als Bogenschütze versuchen. Dich versuchen willst du? Das wollen viele. Wenn du so viele Punkte wie ich bei Klötze schaffst, imponierst du mir vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Noch nie Klötze gespielt und nennt sich Bogenschütze? Na, dann spitz mal die Ohren. Klötze spielen ist für echte Bogenschützen. Dafür brauchst du Stärke, Ausdauer und Augenmaß. Kann auch ein hübscher Nebenverdienst sein. Außer du bist, naja, ein Klotz halt. Wie genau spielt man das? Ich sag's dir. Man lässt ein paar Klötze den Fluss runtertreiben.
Einer zählt bis 20 und alle Schützen wetzen den Dingern am Ufer hinterher. Am Ende der Strecke sammelt einer die Klötze ein und zählt die Treffer. Wer die meisten landet, also fast immer ich, gewinnt. Jeder Schütze hat 20 Pfeile mit einer Befiederung in seiner Farbe. Und der Wettstreit ist gelaufen, wenn der letzte Klotz über die Ziellinie treibt. Klingt nach Spaß. Spaß? Freundchen, dabei kocht dir der Schweiß im Arsch. Du wirst froh sein, überhaupt ein, zwei Blöcke zu treffen. Also, wie sieht's aus? Lust auf eine Runde? Wirst einen eigenen Bogen brauchen, aber Pfeile mit bunten Federn stelle ich. So, ein andermal jetzt nicht. Klingt interessant. Ein andermal vielleicht. Falls du doch dein Silbersäckeweise verwetten willst, sag Bescheid. So. Lebe wohl. Da kann man immer hingehen, wenn man Bogenschießen trainieren will. Und wie das beim Bogenschießen so ist, man verbessert Bogenschießen nur, wenn man auf bewegliche Ziele trifft. Und das heißt, der normale Schießstand mit den festen Scheiben, der verbessert das Bogenschießen nicht. Du kannst da nur üben, quasi zielen üben. Also mehr aber auch nicht. Das ist dann für den, der an dem Dingsbums sitzt, hier am, schau mal hier. Ach, ein Gerber, okay. Dann müssen wir das hier noch finden, was hier ist. Vor allen Dingen Schmied. Schleifstände ist auch, wollte gerade sagen. Hündchen, lass mich mal mit dem Schmied reden. Na. Hey. Was ist denn hier los? So, jetzt können wir mit ihm reden. Gott segne dich. Was Betrieb kann ich für dich tun? Da ist hier. Brauchst du Hilfe? Plagt dich etwas? Plagen wäre zu viel gesagt, Jungchen. Hab bloß was über den Schmied aus Sasau-Leuten gehört, was mir den Schlaf raubt. Was denn genau? Das heißt, er murmelt Zaubersprüche, wenn er seinen Stahl härtet. Und dass der unzerbrechlich wird. Aha. Zauberei, um Stahl zu härten? Klingt für mich nach dem Geschwätz alter Weiber. Aber wenn's doch alle sagen. Das heißt, er murmelt dauernd bei der Arbeit. Und erwischt ihn, wer dabei, hört er auf und guckt scheel. Vielleicht betet er bloß. Irgendeine Hilfe bekommt er. Sei es jetzt aus dem Himmel oder von viel weiter unten. Naja, das wäre ja dann ganz aber. Naja, gut. Na, wenn's dich so stört, dann geh der Sache nach. Das sagst du so leicht. Musst du viel arbeiten. Und überhaupt kann er nicht einfach so rumschnüffeln. Der wird mir nichts erzählen. Und wie könnte ich dabei helfen? Kinderleicht. Geh hin und finde raus, ob an der Sache was dran ist. Naja, Fragen kostet nichts. Nur plapper nicht direkt was von Hexerei. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Gut, gut. Und was Sorgen angeht, es soll nicht dein Schaden sein. Wenn du weißt, was Sache ist, werde ich es dir vergelten. Schick, schick. Ja, klar, mach ich das. Also gut. Ich sehe mir an, was an der Sache dran ist. Gut, aber fall nicht mit der Tür ins Haus. Blamier dich da nicht. Oder mich. So, Reparatur habe ich, glaube ich, nix. Viel Glück. Ne. Ah, Spiel gespeichert. Das ist mal so ein Questbeginn. Ach, Hund, schieb mich doch nicht. So, wir wollen mal handeln, gucken, was der so hat. Lebewohl. Der hat noch einen zweiteiligen Eisenhut. Wieso zeigt er mir das nicht an? Jetzt. Oh. Kleines Rüstung, kleine Schmiede, Zutat, Holz, Kohle. Nö, ist nichts dabei, was ich brauche. Verkaufen, habe ich auch nichts gescheit. Könnte ein bisschen Nahrung verkaufen. So, haben wir das geholt. Komm, Salbei nehmen wir noch mit. Gut. Oh, guck
guck mal, da ist auch ein Hund. So, jetzt ist er draußen. Ja, bellt euch mal an, ein bisschen. Ach, das sieht ja aus wie mein Milan aus Rattay. Hallo, ich habe auch so Sachen. Das ist schwierig mit den Ringelblumen hier. Macht nix. Sammeln wir mal eben weg. Oh, sorry. Komm gleich zu dir, aber erst bringe ich mal das Zeugs hier weg, was ich hier gesammelt habe. Ach, siehst du, ich muss ja noch in den Väternerwatt, glaube ich. So, da ist dann noch ein. Okay, das machen wir noch. Aber jetzt aber schnell. Ist ja noch ein Fragezeichen. Da kann man nicht reden, glaube ich, ne? Ne. So. Damit kommst du nicht durch. Schnapp ihn dir. Wem hast du es gezeigt? Danke, diese diebische Elster. Man kann niemandem mehr trauen. Damit du weißt, dass ich nicht geizig bin, eine Kleinigkeit. Danke. 4 Groschen hat's gegeben. Zählt nur als Bandit und darf ihn plündern. Okay, alles. Ja, solange der noch da ist, knurrt er, ne? Okay. Zu mir. Wo geht das? Ja, was war denn das? Nein, wir sind keine zivilen Leute. Krämer. Ah, wir müssen eben kurz reingehen, gucken. Der Laden, wo nichts Gescheites gibt. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Keine Ahnung, was man mit diesen Leiden. Brandwein. Oh, ich kann ein bisschen was verkaufen, kriegt ein bisschen. Hatte mal was anderes zu verkaufen. Ich kann so viel nicht essen. 21 Karotten, das ist ein bisschen viel, ne? 6 Kohl, ah, ist viel zu viel. Ja komm, hau mal raus, das Zeugs. Lass uns über den Preis sprechen. Ja,
Tina, wenn man das Gesicht wie 3 Tage ins Regenwetter, ne? Einverstanden? Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. Einverstanden? Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Ja. In Ordnung. Na gut. Hätten wir das auch. Und schon ein bisschen mit der Lehrer. Und mein Hündchen. Ach komm, die Distel nehmen wir noch mit, ne? Löwenzahn auch. Okay, ich komm hinterher. Na, Hündchen. Ja. Bellt er den dann die ganze Zeit an, wa? So, ich muss zurück zu meiner Kiste speichern und dann werden wir die Folge beenden. Ach komm. Das mit, ja, ja, okay. Braver Junge. So ist's echt. So, waschen. Alles ausschmeißen. Hab ich die denn geklaut? Ach, das war bei dem. Alles klar. Okay, der bleibt drin. Die geflickten Beilinge ist dieser Bandit. Aber erstmal raus. Erstmal nichts mitmachen. Ja, jetzt haben wir so Quests, wo wir nach Sasa müssen, aber schon 2-mal. So, gucken. Ja, die Dinge auch noch. Okay, das war's jetzt. Dann werden wir mal speichern. Brauchen wir jetzt zwar nicht. Mal auf wenigstens auf 100. Nachtwanderung zum Wolzig. So, aber die Folge ist jetzt erstmal zu Ende. Ich sag einmal Tschüss, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Kingdom Come Deliverance.
Okay.